Herzlich willkommen zum zweiten IBC Fahrtechnik Spezial. Heute Fahrtechnik für Fortgeschrittene, Wheelie, Bunny Hop. Viel Spaß auf jeden Fall. Lektion 1, der Wheelie. So, hier ist wieder euer Off-Kommentator Hannes. Ich werde euch nachfolgend ein paar Informationen zu den hier gezeigten Tricks liefern. Nochmal zurück. Für den Wheelie fährt man in langsamem Tempo an, beugt sich kurz nach vorne unten, um dann gleichzeitig kräftig in die Pedale zu treten und das Vorderrad durch das Strecken der Arme nach oben zu ziehen. Nun die Arme gestreckt lassen und den Oberkörper nach hinten lehnen. Kippt das Bike nach rechts, bewegt man das linke Knie zum Ausgleich nach links außen, andersrum genauso. Durch den dosierten Einsatz der Hinterradbremse hält man zusammen mit gleichmäßigem Treten den Balancepunkt auf dem Hinterrad. So, kommen wir ein bisschen zum Springen. Ich werde euch jetzt den Unterschied zwischen Standardhop und Bunnyhop erklären. Wir gucken mal, ob es funktioniert. Was ihr hier seht, ist der sogenannte Standardhop. Mit dieser Technik erreicht man zwar eine recht passable Höhe, aber wie es effektiver und dynamischer geht, zeigen wir mit dem Bunnyhop. Beim Bunnyhop zieht man das Hinterrad nicht wie beim Standardhop aus den Knien hoch, sondern es folgt dem Vorderrad durch die dynamische Bewegung der Hüfte zum Vorbau. Sobald man also das Vorderrad angehoben hat, lehnt man sich leicht nach hinten und aus der Position schiebt man die Hüfte dynamisch und in einer flüssigen Bewegung Richtung Vorbau. Wichtig beim Bunnyhop ist außerdem, dass die Fußsohlen aktiv gegen die Pedale drücken und so mit genug Körperspannung verhindern, dass die Pedale den Kontakt zur Fußsohle verlieren. Üben kann man den Bunnyhop übrigens super, indem man verschiedene Gegenstände auf den Boden legt und sich so langsam rantastet. Sitzbänke eignen sich natürlich auch vortrefflich für das fortgeschrittene Training des Bunnyhops. Jetzt üben wir erstmal den Floater Drop. Der Floater Drop ist für Geländekanten und Sprünge sinnvoll, bei denen man keine lange Flugzeit hat und auch kein Gap überspringen muss. Ein Abspringen mit einem Bunnyhop-Impuls ist hier fehl am Platz, weil man das Bike einfach nur schnell und kontrolliert wieder am Boden haben möchte. Wichtig ist beim Floater Drop, dass man das Vorderrad kontrolliert hochzieht, damit es nicht absackt und man die Landung weich und soft abfedert. Jetzt seht ihr in den aktiven Absprung in einem etwas höheren Drop, wo wir auch ein kleines Gap überspringen müssen. Bei vielen Gaps und Drops ist es ratsam, aktiv an der Kante abzuspringen. So erreicht man eine bessere Flugkurve und hat in der Luft Zeit zum Stylen und zum Tricksen. Die Bewegung am Absprung gleicht einem kleinen Bunnyhop. Vorne uns erst hoch und dann per Hüftimpuls nach vorne das Hinterrad folgen lassen. Trailabfahrten ist es super sinnvoll, den Manual zu beherrschen. Dabei fährt man im Stehen auf dem Hinterrad. Hannes macht das Ganze jetzt mal vor. Im Unterschied zum Wheelie steht man beim Manual über dem Bike und pedaliert nicht. Das Vorderrad hält man durch eine Gewichtsverlagerung nach hinten in der Luft. Durch leichtes Strecken und Beugen der Beine hält man die Balance, der Körperschwerpunkt ist dabei über der Hinterradachse. Die Hinterradbremse sollte man nur im Notfall benutzen, besser arbeitet man mit der Gewichtsverlagerung. So, liebe IBC-User, das war der zweite Teil unseres IBC Fahrtechnik-Specials. Wir würden uns freuen, wenn ihr beim dritten Teil auch wieder reinschaut. In diesem Sinne, eure Coaches, Marc und Hannes, einen schönen Abend euch. Ciao.